Schönen guten Morgen aus dem Wald. Ja, da sind wir wieder. Und ihr wollt wahrscheinlich wissen, wer am Freitag bei der Abstimmung gewonnen hat. Verrate ich euch auch am Ende vom Daily Gassi. Vorher wollte ich euch noch auf eine ganz kleine Neuheit aufmerksam machen. Und zwar habe ich am Wochenende eine Facebook-Gruppe gegründet oder beziehungsweise reanimiert, die da lautet Hundefotografie in Klammern für Anfänger. Also es soll nicht nur für Anfänger sein, es sind auch schon die ersten Pros da drin, aber das soll ausdrücken, dass ihr da auch herzlich gerne als Anfänger reinkommen dürft, wenn ihr euch für das Thema interessiert und eure dummen Fragen stellen dürft. Ich werde dafür sorgen, dass euch da keiner flamet, ansonsten fliegen die Leute raus. Also es ist explizit erwünscht. Und zwar kam mir der Gedanke mit der Smartphone-Foto-Challenge von vorletzter Woche. Ich habe so viele Fragen halt bekommen und so viele Bilder auch kommentiert und versucht, ein Feedback zu geben. Und ja, das kann man halt in so einer Gruppe einfach viel besser, weil dann braucht man die Frage nur einmal beantworten. Und es können auch viel mehr Leute ein Feedback zu irgendwelchen Bildern geben. Und falls irgendwelche Fragen kommen, die ich jetzt nicht beantworten kann, ich bin ja jetzt auch nicht der Oberprofi-Guru, wie auch immer, dann sind da noch genug andere Leute, die ja auch Ahnung haben und helfen können. Und von daher, wer da Lust drauf hat, ist herzlich eingeladen. Ich mache euch hier so ein Swipe-Up hin, dann kommt ihr direkt zu der Gruppe. Oder wenn ihr das jetzt im IGTV seht, dann findet ihr den Link unten. Oder natürlich auch über den Link in der Bio. Ja, wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, kommt gerne rüber, nehmt teil. Heute findet auf Anregung von Pity Platsch Pitu schon die erste regelmäßige Challenge statt. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, dann klickt euch auf jeden Fall mal rüber und kommt in die Gruppe. Es gibt auch einen Vernetzungs-Thread, wo alle ihren Instagram-Account reinpinnen können, damit man sich auch noch ein bisschen mehr connecten kann. Und ja, wird auf jeden Fall eine tolle Sache. So, jetzt habe ich lang genug gelabert. Jetzt kommen wir ganz kurz zu dem Ergebnis von Freitag. Ihr habt mit über 60% gestimmt, dass das Geld an Neue Hoffnung für Pfoten zur Claudia nach Rumänien geht. Und ich werde da morgen noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich fand alle Projekte cool und denke aber trotzdem, dass genau da dieser eher kleinere Betrag auf jeden Fall am besten aufgehoben ist. Also von daher habt ihr gut abgestimmt und wie gesagt, morgen gehe ich da noch mal ein bisschen näher drauf ein. So, für heute soll es das aber jetzt auch gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis später.